Auf der Inspektion 5 gibt es heute Unterstützung für die Polizeibeamten. Zwei Schülerpraktikanten sollen den Alltag auf einer Wache kennenlernen. Die Betreuung der beiden 16-Jährigen übernimmt Arne Schneider. Ja, also da hinten haben wir den Sozialbereich, da ist die Küche mit Toilette. Also wenn da mal einer auf Toilette muss, dann haben wir hier rechtzeitig die, alles gut bei dir? Oder gibt es da was Interessantes? Alles gut. Alles gut. Ja, das sind die Büros, wo die Anzeigen dann gefertigt werden. Ja. Das ist der Empfangsbereich von unserer Wache, auch Aquarium genannt. Okay. Dann würde ich mal nach hinten gehen. Okay. Stellt euch mal den Dienstgruppenleiter vor. Ja. Das ist der Kollege, der hier am Punkttisch sitzt. Das ist der Klaus Wiebel, das ist unser Dienstgruppenleiter. Das ist der Chef. Kommt rein. Könnt ihr reingehen, gerne. Ja. Schönen guten Tag. Ja, das ist hier unser quasi technisches Herzstück. Hier wird alles abgewickelt. Hier können wir jederzeit unsere Streifenwagen erreichen. Hier können wir jederzeit die anderen Polizeiwachen ansprechen und wenn es irgendwo brennt, also relativ schnell tätig werden. Während Klaus Wiebel die Technik erklärt, kann die Praktikantin ihren Blick nicht vom Smartphone lösen. Die 16-Jährige zeigt keinerlei Interesse am Polizeialltag. Ja, das ist so im Großen und Ganzen, was man zu unserem technischen Herzstück hier sagen kann. Alles Weitere würde wahrscheinlich jetzt in der Kürze der Zeit zu sehr in die Tiefe gehen. Genau, ich würde auch sagen, das war's dann. Das können wir uns im Laufe des Tages nochmal angucken. Ja. Wäre bei dir alles okay, Nele? Oder hast du irgendwas Wichtiges zu Hause? Das ja, passt schon, alles gut. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins nächste Büro. Dann stellt ihr mir mal die Hanna Becker vor. Ja, das ist die Kollegin, die hier mitarbeitet. Die sitzt hier am Computer, schreibt gerade eine Unfallmitteilung. Kann ich euch mal erzählen? Hi. Hast du eine Mitteilung ausgeführt? Das sind unsere Praktikanten. Ja. Ja, das ist die Kollegin Becker. Da kann ich euch mal eine Unfallmitteilung zeigen. Ja, also wir haben ja relativ viele Verkehrsunfälle in Köln, wo wir dann auch aufnehmen. Da brauchen die Leute dann auch was für ihre Versicherung. Das können wir dann hier quasi ausfüllen. Ja, ich gebe euch das einfach mal mit an die Hand. Das ist nett. Interessiert dich das überhaupt nicht? Oder, wie langweilig ist das bitte? Die einzige Frau, die hier arbeitet, sitzt im Büro und macht Papierkram. Ja gut, aber ich sag mal, jeder von uns muss, sag ich mal, Sachbearbeitung machen, das gehört immer dazu. Ja, also ich weiß nicht, wie du den Alltag bei der Polizei vorstellst. Also gibt's jedenfalls nicht. Da gibt's hier nicht jeden Tag eine Schießerei. Und ich sag mal, die Sachbearbeitung ist auch wichtiger für dich als das Handy. Wenn du, sag ich mal, jetzt da kein Interesse dran hast, solltest du vielleicht die Berufswahl noch mal überdenken. Ja, also nee, ich bin nicht bei der Polizei, um im Büro zu sitzen. Ja, das gehört aber mittlerweile dazu heutzutage. Ja, also es macht sich nicht von alleine. Und es ist nicht nur die Kollegin Becker, die Berichte schreibt, das macht jeder von uns. Ja. Bei uns macht jeder das Gleiche. Na, alle fahren raus und alle machen den Papierkram. Gut, ja, also. Kannst du dir gerne angucken, das Formular. Ihr könnt das gerne mal mitnehmen. Hey, mal gucken, ich bleib mal mit den beiden hier. Was seid ihr jetzt hier? Alle. Setz ihn irgendwo hin. Was ist denn hier passiert? Was ist mit dem hier? So, im Schutz des Strafverfahrens, haben wir verstanden. Ist er weg? Die Anzeige erstattet. Der ist erstmal weg. Kennen Sie den? Ist da irgendwas passiert? Wollen wir mal in Ruhe reden? Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal da vorne in den Schreibraum. Hier, Nele, du kannst dir das direkt mal mit angucken. Setzen Sie sich mal hier hin. Genau, Nele, nimm dir den Stuhl. So. Dann fangen wir doch noch mal von vorne an. Also, ich habe eben schon mitgekriegt, Sie sind hier zur Wache gekommen, weil Sie was anzeigen wollten. Was ist denn passiert? Also, ich bin halt ganz normal zur Uni gelaufen, wie ich das jeden Tag mache. Mhm. Und dann war da auf einmal dieser Typ. Ich habe erst gedacht, er wollte vielleicht nach dem Weg fragen oder so, weil am helllichten Tag hört man ja eigentlich nicht, dass irgendwas passiert. Mhm. Auf einmal kam der immer näher. Mhm. Und was wollte der dann? Dann hat er mich festgehalten. Festgehalten? Wo festgehalten? Am Arm. Und was hat er gesagt? Also warum hat er sie festgehalten? Also, der hat mich erstmal angemacht. Aha. Darauf bin ich natürlich nicht eingegangen, weil ich wollte ja zur Uni. Ja, und dann hat er mich festgehalten und mich nicht mehr losgelassen. Warum? Also, hat er gesagt, was er wollte? Nein. Gar nicht mehr. Haben Sie da am Arm irgendwas? Nein. Nein? Nein. Aber Sie fassen sich da die ganze Zeit hin? Alles gut. Sicher? Also ich sag mal so, wenn der Ihnen irgendwie wehgetan hat, ne?
dann wollen wir das Ganze auch zur Anzeige bringen. Und dann darf der nicht so davonkommen. Darf ich mir das mal ansehen hier? Ja, ich mach mal vorsichtig. Ach, das sieht gar nicht gut aus. Das ist ja schon der ganze Arm hier. Wie hat er das gemacht? Ich meine, das sind ja nicht einfach nur Kratzspuren. Ich glaube, der hatte so Ringe an. Aha. Okay. Und sie dann am Arm festgehalten und nicht wieder losgelassen. Und sie haben aber auch versucht, sich loszureißen, oder? Ja, aber der war ja so groß und so stark. Und ich glaube, wenn ihre Kollegen nicht dazwischen gegangen wären, hätte er mich sogar vergewaltigt. Dann sind wir froh, dass das nicht so weit gekommen ist. Hat er sie sonst auch irgendwo angefasst? Irgendwo berührt, was sie nicht wollten? Ja, schon, aber... Ja? Das ging alles so schnell. Wir machen das mal wie folgt. Ich rede mal ein Wörtchen mit dem. Ja? Willst du mitkommen? Gerne. Okay. So! Sie sind hier der Angrabscher vom Park, oder was? Der Angrabscher. Werden Sie so genannt? Nein, bitte, wir würden hier alles an. Hä? Ich habe nichts gemacht. Ja, was ist denn da passiert im Park? Nichts. Wie nichts? Von nichts kommt ja wohl hier nicht so eine Verletzung an den Arm. Was weiß ich, woher Sie das hat? Ja, hier von irgendwelchen Ringen, die Sie hier tragen. Jetzt beschuldigen Sie mich, dass ich Ringe habe. Wow. Ich beschuldige Sie nicht, dass Sie Ringe haben. Darf ich gar keine Ringe mehr tragen? Sie haben ja offensichtlich Ringe. Das sehe ich ja. Das sieht hier auch jeder andere. Du weißt schon, dass man von den Ringen auch DNA nehmen kann, ja? Dass da Spuren dran sind. Bist du dir bewusst, oder? Ja. Ja. Richtig, dann tüten wir die gleich mal ein und dann gucken wir mal, ob da die DNA von ihr dran ist. Könnt ihr machen. Sollen wir das mal machen? Könnt ihr machen. Finden Sie das witzig, wenn irgendwelche Frauen im Park rumlaufen und dann angesprochen werden? Nein, angefasst werden, was sie nicht wollen? Wer wird angefasst? Die Dame hier. Niemanden habe ich angefasst. Na sicher doch. So, pass mal auf, die Dame hat ganz klar gegen Sie hier ausgesagt. Sie haben die Möglichkeit, sich jetzt zu äußern. Wenn nicht, dann nicht. Wir glauben der Dame auf jeden Fall erstmal, was sie uns sagt. Oder meinen, sie kommt zu uns auf die Wache bzw. erzählt uns hier, was vorgefallen ist und nichts ist dran. So blöd sind wir auch wieder nicht, ne? Und letzten Endes ist das ihre einzige Chance, hier was rauszuhauen. Ansonsten war es das. Was soll der Scheiß, werde ich hier noch beschuldigt, weil ich Ringe trage? Nee, wir wollen jetzt mal Kollege, zu Hause zocken. Hey, ganz ruhig, ja? Ja? Du brauchst anpacken, ey. Ganz ruhig. Hör mal, deine Armgelenke haben gleich Betriebsfest, wenn du so weitermachst, okay? Ganz ruhig, okay? Haben Sie überhaupt Respekt vor Frauen? Ja, ich habe Respekt haben vor Frauen. Haben Sie eine Mutter, eine Tochter, eine Schwester, eine Freundin? Ja, habe ich. Ja? Ja. Laufen die auch durch den Park und werden von irgendwelchen wildfremden Männern angesprochen, zu irgendwas gedrängt? Wenn die angepackt werden, dann knallt's aber. Ah, ja. Siehste. Ich muss sagen, gerade wenn eine ahnungslose, schutzlose junge Frau durch den Park geht und dann irgendwie bedrängt wird, einmal ganz klar sagt nein, und der Täter versteht das nicht, dann kann auch ich irgendwie mal ausrasten und sagen, alles klar, Täter, du hast es nicht anders verdient und wenn du es nicht verstehen willst, dann hoffentlich nach meiner Ansprache. Ich erzähle dir mal Folgendes. Wir haben hier erstens eine Körperverletzung, die Dame stellt auch Strafantrag gegen sie und darüber hinaus ermitteln wir auch noch wegen einem versuchten Sexualdelikt. Es war eine Nötigung, eine sexuelle Nötigung. Ja? Wenn man eine Frau anfasst, die sagt nein, und wenn man sie dann weiter bedrängt und begrapscht, dann gibt es dazu eine Anzeige. Was? Ich wollte sie gar nicht so fest anfassen. Ja, haben sie aber. Und die Dame hat Verletzung davon. Es tut mir leid. Ich wollte gar nicht so fest anpacken. Und dann kam halt noch meine... Es ist halt über mich so gekommen. Kannst du nicht bei uns entschuldigen? Was ist hier über sie gekommen? Ich weiß auch nicht, was mit mir los war in dem Moment. Das frage ich mich auch. Ihr macht ja eh gleich eine ID-Behandlung. Ja, zwangsweise. Um Beweise zu sichern, muss die Verletzung der jungen Frau dokumentiert werden. Als der Täter auf dem Weg zum Untersuchungsraum auf die 22-Jährige trifft, scheint ihm inzwischen klar zu sein, was er angerichtet hat. Ja, es tut mir auf jeden Fall leid. Ich weiß, es macht nichts rückgängig, aber ich wollte mich auf jeden Fall entschuldigen und ich werde es nicht mehr machen. Nein heißt nein. Genau so ist das. Wenn eine Frau Nein sagt, dann heißt das Nein. Und dann ist Abflug. Genauso wie jetzt, Abflug. So, das ist gut, so. Du schreibst mit. Sie können schon mal hier vorne drin warten. Ich komme gleich zu Ihnen, dann machen wir alles weitere. Danke. Ja, so kann es auch laufen, ne? Ja, mal zu. Ist ja gar nicht so, wie ich dachte, das ist so langweilig. Also, da auf einmal ist Action und dann geht's voll ab. Richtig. Kann ich das Selfie machen? Voll die Heldin, ey. Können wir machen. Mit einem Mal hat die Praktikantin doch Interesse am Polizeiberuf. Schreibarbeit hin oder her.